Glaubst du, dass sie geknutscht hat? Das wäre sogar mehr draus geworden, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ich find's lustig. Jetzt guck mal mit deinem Gesicht da hin. Dreh mal deinen Kopf so. Lüge. Mach den Wettbewerb fest. Ich finde es noch schlimmer, dass du mich 9 Monate lang angelogen hast. Du bist einfach nur lächerlich. Ich bin dadurch lesbisch geworden, weil ich lasse mich nicht mehr verarschen von den Männern. Willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mein Thema ist Traumprinz oder Albtraum. Sind deine Gefühle echt? Die Frage werden wir dem einen oder anderen Gast heute stellen. Peggy ist hier, weil sie ganz klar diese Frage auch hat. Ne? Peggy, was genau wirst du Fabian vor? Das ist ja der Vater von deinem Sohn Tom Lukas. Ja, erstmal hallo Britt. Hi. Danke, dass ich bei dir sein darf. Gerne, ich freue mich, dass du da bist. Fabian kümmert sich gar nicht um seinen Sohn. Ja? Fabian hat seinen Sohn noch nicht einmal angeschaut. Fabian hat auf keine Briefe vom Jugendamt geantwortet. Fabian hat die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Fabian ist der letzte Mann in meinem ganzen Leben jetzt gewesen, weil ich habe die Schnute voll. Und was heißt der letzte Mann in deinem ganzen Leben? Du bist ja gerade mal seitdem Mann bin ich homosexuell. Du bist lesbisch jetzt geworden, oder was? Ich bin dadurch lesbisch geworden, weil ich lasse mich nicht mehr verarschen von den Männern. Verzeihung. Aber es gibt ja auch Männer, die nett sind. So ist ja nicht. Also bis jetzt habe ich noch keinen kennengelernt. Und ich will Ihnen heute sagen, die Meinung geigen, warum er nicht zu seinem Kind steht. Okay, also du sagtest ja gerade, er hat das Kind noch nie gesehen, er hat sich nie gekümmert. Man könnte eigentlich sagen, er verleugnet dieses Kind komplett. Ja. Der Kleine ist jetzt wie alt? 3 Jahre. Aha. Und er hat nicht einmal sich gekümmert? Also nach der Entbindung hatte meine Mutter ihn auch angerufen. Ja, wie war das? Hat ihn gesagt. Ja, sag mir mal ganz kurz, wie es überhaupt zu der Zeugung von ihm gekommen ist. Also, dass er im Bett war, das ist klar, aber wir hatten uns Juni 2008 kennengelernt. Ja. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Über Yappi. Aha. Damals, dann ist er in Urlaub gefahren. Ich sollte gleich seine Wohnungsschlüssel nehmen für eine Woche, was ich nicht gemacht habe. Ich habe ihm gesagt, du, sag ich, das kann ich nicht machen. Wir kennen uns eine Woche erst und das funktioniert nicht. Und so. Na, dann hatten wir uns im Juli getroffen und er hat mir eigentlich große Hoffnung gemacht. Also du hast damals schon gedacht, es wird eine feste Sache. Ja, ne? Habe ich echt gedacht. Und wie lange ging das dann zwischen euch? So ganz scheiße, auf Deutsch gesagt, jetzt nachhinein. Ich bin dann bei ihm auch über Nacht gewesen, Reinickendorf. Und er war dann bei mir auch kurz mal im Wedding. Weil da habe ich noch in Berlin gelebt. Ja, ja, und mein Sohn Jerry, der hat Fabi gemocht. Und das ist der Ältere? Gedacht, ja. Er ist 14. Man muss wirklich sagen, deine Söhne heißen Tom und Jerry, ja? Ja, sind sie beide auch durchweg. Also der eine macht mehr Mist als der andere. Also Tom ist total ein Junge, also durch und durch. Hat auch was, oder? Tom und Jerry. Ja, eigentlich heißt der Tom Lukas. Und Jeremy. Ja, und Jeremy. Und aber Tom, die beiden Tom und Jerry gerufen. Ja. Und jedenfalls, Jerry hat auch Fabi gemocht. Weil Fabian hat ADHS auch gehabt in der Jugend, was mein Mittlerer auch hat, leider. Also das heißt, und beide sind sehr überdreht und hatten automatisch schon mal eine Verbindung zueinander. Ja? Die beiden, wenn die zusammen in der Badewanne waren oder überhaupt da irgendwie was, war dann haben, es war Katastrophe, Überflutung vom Feinsten. Okay, aber sag mal, wie die Beziehung zwischen dir und Fabian war, dass er sich mit seinem Sohn, deinem Älteren verstanden hat, das ist natürlich angenehm gewesen, aber wie habt ihr euch denn verstanden? Also ich war verliebt, ja, kann man so sagen. Ja. Also ich war glücklich mit ihnen die kurze Zeit. Wie lange ging es denn? Es war nicht lange. Es waren 8 Wochen ungefähr. Mhm. Ich hatte dann ihn verlassen, nachdem ich seinen PC durchstöbert habe und fragwürdige Mails gefunden habe. So, und da möchte ich mal drüber sprechen. Was waren das für fragwürdige Mails? Also er hat mit seiner Schwester geschattet. Ja. Und da hat sie gefragt, ob er eine neue Partnerin hat. Und da hat er gesagt, ja, hat er geschrieben. Und ja, das ist aber nicht die richtige, die ist einfach nur faul und bäh. Moment, was genau hat er geschrieben? Du bist faul und? Und bäh, einfach bäh. Bäh. Also hässlich und weiß ich nicht was. Er hat über dich geschrieben, du bist faul und hässlich. Ich bin faul, bäh und alles Mögliche. Aber mit dir schlafen konnte er? Ja, und der Scherz war ja, er hat ja dann auch noch behauptet, dass der Sex mit mir so gut war früher und so. Und da war trotzdem dann hinter meinem Rücken so bäh. Und also das ist ja echt ein Ding. Er geht mit dir ins Bett, erzählt, wie toll das mit dir in der Horizontalen ist, aber sagt, du bist faul, du bist bäh, bist nicht hübsch für ihn und so weiter. Ja. Ja. Das ist natürlich echt total frech. So, und da wollte ich ihn zur Rede stellen. Ging nicht den Abend. Ist dann relativ in Wortgefecht auseinandergegangen.
Ich hatte vorher schon meine Sachen gepackt und bei die nette Nachbarin bei ihnen da die Sachen untergestellt, weil ich das klären wollte. Das ging nicht, dann bin ich abgehauen. Und am 12. August hätte ich eigentlich meine Tare bekommen müssen. Und dann habe ich nicht gekriegt. Und da habe ich am 13. August 2008 einen Schwangerschaftstest gemacht. Und der hat sich als Jeremy entpuppt. Als Jeremy. Nein, ein Tom. Als Tom. Ach, das ist der Tom dann. Ja, okay, so. Und daraufhin habe ich ihm gleich Bescheid gesagt, dass er Vater wird. Hatte auch meinen damaligen Ehemann noch Bescheid gesagt, von dem ich aber seit dem 20. Das heißt, Moment, das ist interessant. Also, das heißt, du warst noch verheiratet, hast aber nicht getrennt. Mehr aktiv in der Ehe gelebt. Seit 20.12.2005. Aber das ist trotzdem insofern relativ wichtig, weil... Er ist ein eheliches Kind, genau, leider. Genau, er ist im Rahmen der Ehe gezeugt worden, auch wenn es von einem anderen Mann war, in dem Fall von ihm halt. Und das heißt, dadurch ist es automatisch rein rechtlich betrachtet das Kind deines Mannes. Nach dem deutschen Gesetz, leider. Wer hat dein Mann da Widerspruch eingelegt oder hat er die Vaterschaft anerkannt? Eben gar nichts. Er hat gar nichts unternommen. Er wurde darauf hingewiesen vom Jugendamt in Berlin, dass er die Vaterschaft aberkennen soll. Er ist ja nicht der Vater. Er hat es nicht gemacht. Das heißt, offiziell ist es sozusagen der Sohn von deinem Ex-Mann. Ja. Obwohl wir seit 2005 getrennt von Tisch und Bett. Ich wohnte in Berlin, mein Ex-Ehemann in Celle. Ja. Und da kann man nicht so einfach mal hinfahren und für eine Stunde irgendwie und dann wieder zurück. Funktioniert Peggy, nicht. Eine Frage, wie lange hast du Fabian jetzt nicht gesehen? Fabian seit 2009, Februar 2009 das letzte Mal. Seitdem du schwanger geworden bist im Grunde, ne? Nee, da hatte ich ihn noch mal drauf angesprochen, dass ich schwanger bin. Und da hat er mir gesagt, er steht zu dem Kind, er ist da nach der Entbindung. Und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Das war im Februar 2009. Okay, das wird sich heute ändern und zwar genau in dieser Sekunde, denn das ist mein nächster Gast. Hier ist er, hier ist Fabian! Kannst du ja vielleicht auch mal den Leuten verraten, warum ich geschrieben habe, du bist faul und einfach nur weh, wenn dein Lebenslauf auf Facebook mit dem letzten Eintrag aus dem Jahre 2002 endet. Das sind immerhin 10 Jahre zu Hause. Sorry, und da ich sollte bin man Rentnerin. Einfach, ja, aber das Kind ist, wie gesagt, wie Britt schon gesagt hat, in der Ehe entstanden. Und somit sind eigentlich alle Dinge gesagt, die gesagt werden müssen. Na, sag mal, willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Inwiefern auf den Arm nehmen? Wenn ein Kind in einer Ehe entsteht, ist es ja automatisch. Ich weiß das deutsche Gesetz. Ich weiß, Fabian, ich bin nicht von Dunstorf. Und für was sollte man einen Vaterschaftstest machen? Für was sollte man Du hast solche... den Arsch nicht in der Hose, einen Vaterschaftstest zu machen, weil du weißt, dass du der Vater Wieso? Bist. Wieso? Das Kind ist doch in einer Ehe geboren worden. Aber er ist nicht der leibliche Vater. Stell mal vor. Ja, es ist nicht stell der leibliche mal vor, Vater. Tom, jetzt bist du mal ruhig. Nein, aber wenn... Hallo, wer ist älter von uns? Icke. Also, kann ja noch lange nicht so sagen. Wer hat denn mehr im Kopf von uns? Ja, wer hat denn nicht ausfallen? Pass mal auf, wer hat denn eine Oberschule besucht? 7. bis 10. Klasse, du oder ich. Wer hat denn eine Berufsausbildung gemacht? 3 Jahre, du oder ich. Und jetzt deine Argumente bitte. Du hast nämlich nur nicht einen Arsch in Hose. Ja, ich habe einen Arsch in Hose. Ich habe eine Ausbildung gemacht und ich gehe arbeiten. Und du erzählst mir irgendwas. Aber wenn du arbeiten gehst, wieso kommst du deinen Vaterpflichten dann nicht nach und zahlst gefälligst das, was der Vater zahlen muss? Es sind Einfach den Test, dann wirst du doch sehen, dass du der Vater bist. Ich möchte doch einfach mal von dir sehen, wo die Briefe vom Jugendamt sind, wo die Briefe von dir sind. Du wurdest angeschrieben. Nein, ich wurde nicht angeschrieben. Du wurdest angeschrieben. Nein, ich wurde nicht angeschrieben. Du wurdest angeschrieben von Frau Berndun und alles Mögliche aus Berlin-Wedding. Nein. Fabian, wir wollten einen Vaterschaftstest mit dir machen, den hast du ja verweigert. Ja, weil ganz einfach die Sache ist, das Kind ist in der Ehe geboren, der Vater... Aber die Ehe wurde nicht mehr gelebt, die Ehe war ja nur noch auf dem Papier. Ja, aber Ehe ist ja Ehe. Nein. Ehe ist ja nicht gleich Ehe. Das stimmt ja nicht. Also eine Ehe muss ja auch gelebt werden. Sie ist noch nicht beendet und noch rechtlich nicht abgeschlossen worden. Aber sie ist ja aktiv nicht mehr gelebt worden. Das spielt Hallo? Ja in diesem Unter- Ups. Hallo? Hallo? Hallo, Britt. Hi. Ich bin die Mama. Du bist die Mami, sehe ich. Du bist schon da. Oh Mensch, so schön kann's gehen. So. So, Fabian. Hallo. Ich habe damals angerufen, wo der Tom Lukas geboren ist. Und da haben Sie gleich gesagt, Sie wissen gar nicht, ob der Tom Lukas Ihr Sohn ist.
Das ist richtig. Ja. Weil sie ja noch verheiratet gewesen ist. Na, was haben Sie damit zu tun? Naja, weil wenn ein Kind in der Ehe geboren ist, dann ist es ja so, dass der Vater automatisch... Die Frau ist kein Hokuloris. Und wo sind denn... Denn hat angeblich, sagt Peggy, das Jugendamt hätte mich angeschrieben. Ich habe nur was gekriegt. Aber Fabian, kann mal jemand in meinen Rucksack gehen? Ich habe Beweise da. Wo was angeschrieben worden? Fabian, nur ich habe mal eine Frage. Wusstest du zu dem Zeitpunkt, denn das Peggy verheiratet ist? Ja. Ja. Und wieso gehst du da mit ihr ins Bett, wenn sie doch eine Ehefrau ist? Wenn man aber noch verheiratet ist und einfach wenn man noch verheiratet ist, dann kann es ja auch sein, dass man sagt, okay, man nimmt sich was Neues oder man baut was Neues auf. Ja. Gibt's ja Möglichkeiten. Aber dann lebt man seine Ehe nicht mehr, dann ist sie nur noch nicht beendet. Ja, Fabian, du wusstest, dass ich seit 2005 getrennt lebe von meinem Mann. Ja, aber getrennt leben ist ja egal. Verheiratet ist verheiratet. Ja, verheiratet ist verheiratet, genau. Aber ich war getrennt. Und somit bin ich dann raus. Nein, du bist nicht raus. Dann mach doch einfach diesen Test. Warum machst du denn diesen Test nicht? Warum machst du diesen Test nicht, Fabian? Weil wir Angst haben. Willst du deinen Sohn mal zeigen? Britt, bitte, blende einmal ein. Pass auf, haben weil wir ein Bild? Dein Sohn, dein Vater oder dein Ex-Mann. Pass mal auf, mein Sohn ist seit Wochen krank. Mein Sohn ist seit Wochen krank. Wir wissen nicht woher. Da ist er. So, und jetzt guck mal mit deinem Gesicht dahin. Genau so. Und jetzt dreh mal deinen Kopf so. Und was sagt ihr? Genau. So. Mach den Gottverdammten Test. Mach ihn. Warum nicht? Weil du gerade den Arsch los hast. Und dann ich bin schon lange nicht mehr verheiratet. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, als das Kind entstanden ist, dann ist es passiert. Naja, wer sagt, hallo, sie ist über 18 und da darf ich mit jeder Frau ins Bett gehen, ob sie verheiratet ist oder nicht. Natürlich. Aber Fabian, dazu gehören ja wohl immer noch zwei. Und wenn, dazu gehören immer noch zwei. Fabian, und wir haben, du hast total recht. Dazu gehören sich immer noch zwei. Du hast vom Prinzip total recht und in der Tat gehören dazu zwei, wenn man miteinander ins Bett geht. Aber dann ist es einfach auch so, dass die Konsequenzen von beiden getragen werden müssen. Und dein Argument, das Kind sei noch rechtlich in der Ehe gezeugt worden, hat aber moralisch überhaupt keine Tragkraft. Fakt ist, du scheinst dich, so wie es den Anschein hat, komplett einfach aus deiner Verantwortung stehlen zu wollen und nicht sein müssen. Naja, was heißt, ich habe es dir angeboten, Fabian. Lüg doch jetzt Ja, ist richtig, dass ihr mir das angeboten habt. Aber ich habe halt, für mich war die Sache insofern klar, vielleicht war ich da auch ein bisschen falsch. Oder lag ein bisschen falsch. Nee, das hat nicht mit Feige zu tun. Nein, das hat einfach Wenn du nicht feige bist, ich biete es dir jetzt noch mal an. Mhm. Willst du den Test machen? Können wir machen. Weil, wie gesagt. Dann machen wir es. Dann werden wir eine Speichelprobe entnehmen. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Wenn wir direkt eine Speichelprobe entnehmen, jetzt hier nach der Sendung, wir schicken die direkt ins Labor und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder. Ja, können wir machen. Ich freue mich, dass wir bis dahin gekommen sind, mehr als ich mir erhofft habe. Und ich finde es gut, dass du jetzt auch sagst, okay, ich stelle mich doch der Sache. Denn, vergiss das nicht, wenn es dein Sohn ist, da steckt eine Chance drin. Es kann sein, dass es wirklich der wichtigste Mensch deines Lebens wird, wenn du das selber steuerst. Mhm. Und sie will ja gerne dich auch damit teilhaben lassen. Und es ist ein Stammhalter. Komm. Du wolltest immer ein Stammhalter. Für den Moment haben wir es geklärt. Wir sehen uns wieder, wir machen den Termin klar. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Wir fahren ja abend zurück. Machen wir, klären wir alles in Ruhe. Keine Sorge, wir lotsen euch wieder her. Bis dann. Ciao.